Du willst nicht, du kleine Hure. Dafür habe ich doch nicht $1000 bezahlt, dass du dich zierst. Das kannst du nicht mit mir machen. Ich will das, wofür ich bezahlt habe. Los, komm schon. Komm her, hab ich gesagt. Bleib hier. Nein! Jenny! Nein! Wirst du wohl zurückkommen? Ja, dann bleib hier. Verdammt, ich hab bezahlt, du Schlampe! Jenny! Das Bär. Das ist Jenny. Sie passt manchmal auf meine Tochter auf. Jenny, kannst du mich hören? Wie konnte das passieren? Wo bist du gewesen? Pinecrest. Was meint sie damit? Das Pinecrest ist eine Nuttenabsteige. Das kann ich mir nicht vorstellen. Jenny tut sowas nicht. Ich kenne sie. Jenny, sag uns bitte, was du dort gesucht hast. Schön ruhig. Nicht weinen, wir sind ja bei dir. Es ist besser, wenn sie gleich ärztlich behandelt wird. Bring sie sofort ins Krankenhaus. Wo gehst du hin? Ich gehe zu Nelson und rede mit ihm über die Sache. Nein, ich will nicht, dass du die Polizei verständigst. Bist du wirklich der Ansicht, wir sollten das auf sich beruhen lassen? Das darf nicht an die Öffentlichkeit. Das würde ihrer Mutter sehr wehtun. Kannst du nicht den Fall übernehmen? Denn ich möchte dir als Klientin diesen Auftrag erteilen. Du kannst mich doch gar nicht bezahlen. Dann verrechne es mit meinem Gehalt. Dafür verdienst du zu wenig. Na gut, ich gehe der Sache nach. Und ich verspreche dir, ich kriege diesen Kerl. Darauf kannst du dich verlassen. Komm her, mein Kleines. Sie können hier nicht parken. Fahren Sie weiter. Ist das nicht Ihr Job? Hier sind die Schlüssel. Ich bin Sicherheitsbeamter. Tanner, es gibt Sachen, die kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Was denn, Vernon? Wenn Leute wie Sie meinen, Sie dürften hier einfach so unangemeldet reinschreien.
Daniel K. Tanner, Privatdetektiv, bei der Arbeit. Ich bin angemeldet. Brauchen Sie mich? Kann sein. Warten Sie draußen. Und was wollen Sie, Tanner? Heute Abend ist in Ihrem Etablissement eine 16-jährige Schülerin misshandelt worden und ich suche den Täter. Interessant. Wissen Sie, in welchem Zimmer? Keine Ahnung. Wir werden wohl alle durchsuchen müssen. Ich kann mich an keine 16-Jährige erinnern. Irgendjemand muss sie mitgebracht haben. Wahrscheinlich ist sie in dem Moment reingekommen, als Sie und Ihr Aufpasser gerade nicht hingesehen haben. Wir fangen mit diesen drei Einzelzimmern an. Warten Sie, der Schlüssel für Nummer 8 fehlt. Ziemliches Chaos. Hinterlassen Ihre Gäste die Zimmer oft so unaufgeräumt? Soll vorkommen. Und dieser Kerl, lassen wir das. Er hat sich doch mit Smith eingetragen, oder irre ich mich da? Wie haben Sie das nun wieder erraten? Ihr Mr. Smith ist abgereist und hat keine Adresse hinterlassen. Ah, hat offenbar rote Haare. Aha. Und kommt aus Texas. Ich brauche diese Sachen. Nehmen Sie nur, der kommt sowieso nicht zurück. So, ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Ich hoffe, das war's. Im Gegenteil, es geht erst los. Danke. Und wo zum Teufel waren Sie, als das passiert ist? Hallo, ich heiße Binzer, das ist mein Dollar und mit dem möchte ich gewinnen. Mach mir keinen Kopf. Binzer, ich denke, du bist im Dienst. Was für ein Dienst? Arbeitest du nicht am Pool? Nein, doch nicht um die Zeit. Wer geht schon in Las Vegas nachts schwimmen? Entschuldige mich. Ach so, du verlierst wieder. Du könntest direkt ein Detektiv sein. Ich muss mit dir sprechen. Es ist wichtig. Ich habe einen Auftrag. Du musst nachher einen Anruf für mich erledigen. Warum nicht gleich? Dann würde ich nicht alles verspielen. Pass auf, Binzer. Ruf das Kaufhaus Tambor's in Houston an. Es müsste so ab 9 Uhr Ortszeit geöffnet sein. Versuch rauszukriegen, wer diese Toilettentasche gekauft hat. Wie du siehst, ist sie noch ziemlich neu und hat auch ein Monogramm, RG. Ach was, wirklich? Ist ja hochinteressant. Erledige das bitte. Und du willst wissen, wem das gehört? Ja, unbedingt. Und es ihm zurückgeben? Höchst persönlich. Sei vorsichtig mit Fingerabdrücken, sonst verlieren wir das Spiel. Sie hat irgendwas vom Pinecrest Motel gesagt. Danke. Ich glaube, das wäre es fürs Erste. Solange sie unter Schock steht, können wir nichts unternehmen. Woher wussten Sie eigentlich, was mit Jenny passiert ist? Das geht automatisch. Wir werden vom Krankenhaus über alle ungeklärten Unfälle informiert. Und denen gehen wir dann nach. So ist das nun mal. Ich verstehe. Mrs. Miller, bitte zum OP. Seien Sie froh, dass Ihre Tochter noch lebt. Das Pinecrest ist das allerletzte. Was wollt ihr damit sagen, Mrs. Travis? Bitte. Er meint damit, das Pinecrest Motel hat keinen besonders guten Ruf. Sollte das heißen, dass meine Tochter eine Prostituierte ist? Das glauben wir natürlich nicht, Mrs. Miller. Mr. Tanner wird sich um den Fall kümmern. Er ist Privatdetektiv. Wissen Sie, Mr. Tanner, ich bin Mutter von drei Kindern und ich musste sie allein großziehen. Ich habe immer darauf geachtet, dass sie anständig bleiben. Was auch immer in diesem Motel passiert ist, Jenny kann nichts dafür. Ich will, dass der Verbrecher für das bestraft wird, was er meiner Tochter angetan hat. Es ist mir egal, was es kostet. Wenn Sie ihn finden, Mr. Tanner, zahle ich Ihnen jede Summe.
Das ist nicht nötig. Miss Travis hat mir den Auftrag schon erteilt. Aber Sie können uns ein paar Fragen beantworten. Telefon für Mr. Phillips. Jenny, mein Kind ist mir wirklich eine große Hilfe. Und ich weiß nicht, was ich ohne sie machen soll. Am Wochenende verdient sie Geld als Kindermädchen dazu. Und wenn ich nachts arbeiten muss, passt sie auf ihre Geschwister auf. Sie arbeitet in einem Restaurant. Tagsüber bin ich zu Hause, weil Jenny zur Schule geht. Und welche Schule ist das? Crescent High School. Sie ist in der A-Klasse. Was warst du denn gestern Abend? Ich habe auf dich gewartet. Du kostest mich eine Menge Geld, Kindchen. $1,000. Ich konnte das nicht. Sie können mich nicht zwingen. Nein, zwingen kann ich dich wirklich nicht. Aber ich glaube, du solltest dir diesen Artikel einmal sehr genau durchlesen. Tötet Ladenbesitzer. Das hier war kein Unfall. Weißt du, die Tochter dieses Ladenbesitzers ist nicht ganz schuldlos daran. Sie wollte nicht für mich arbeiten. So wie du. Tracy. Es würde dir doch nicht gefallen, wenn dein Vater eines Tages auch einen Unfall hätte. Das wollen wir doch nicht. Entscheide dich, Kindchen. Ja, Officer, ich spreche mit Ihren Mitschülern. Seien Sie unbesorgt. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Rufen Sie mich jederzeit an. Entschuldigen Sie, Mr. Tanner. Was ich eben sagen wollte, als Leiter der Schülerberatung habe ich schon viel gesehen. Was Sie mir da jetzt aber über Jenny erzählen, ist schockierend. So ein nettes Kind. Was hatte sie dort überhaupt zu suchen? Die Frage wollte ich Ihnen eigentlich stellen, Mr. Henderson. Ich kann nur vermuten, dass irgendein Mann, womöglich ein Perverser, sie gezwungen hat, mit ihm zu gehen und sie dadurch gewissermaßen in Panik versetzt hat. Möglicherweise. Ich würde gern mehr über Jenny wissen. Hat sie viele Freunde? Ist sie eine gute Schülerin? Ja, das würde ich sagen. Und sie ist beliebt. Sie hatte nie Probleme. Und nun das. Geben Sie mir die Unterlagen. Tut mir leid. Die sind streng vertraulich. Wollen Sie mir etwa weismachen, dass Schulnoten ein Geheimnis sind? Es scheint ja lange her zu sein, dass Sie in der Schule waren. Heutzutage erfassen wir sämtliche Daten unserer Schüler. Familienverhältnisse, eventuelle Krankheiten, soziale Herkunft. Fehlverhalten in und außerhalb der Schule? Ihre Freizeit, komplette Persönlichkeitsprofile. Das ist ja alles sehr interessant, aber wer hat eigentlich Zugang zu diesen Informationen? Nur die für die jeweiligen Fächer relevanten Informationen werden zur Verfügung gestellt. Das heißt, der Sportlehrer erhält medizinische Informationen über einen Schüler. Der Mathematiklehrer erhält sein Leistungsprofil, aber niemand kennt die vollständige Akte. Außer Ihnen natürlich. Das ist richtig. Ich habe eine absolute Vertrauensstellung. Oh. Sie sagten am Telefon, dass Sie noch mehr über Jennys Freizeitaktivitäten wissen wollten. Seien Sie doch bitte etwas genauer. Wie Sie meinen, Mr. Henderson. Ich bin auf der Suche nach diesem widerlichen Mädchenschänder, der vielleicht noch mehr Unheil angerichtet hat. Ich bin der Ansicht, dass ein Mann, dessen Beruf es ist, junge Menschen zu beraten und zu führen, geradezu dazu verpflichtet ist, bei der Aufklärung von Verbrechen zu helfen. Denken Sie darüber nach. Ich melde mich bei Ihnen. Tanner. Irgendwo habe ich diesen Namen schon mal gehört. Er ist Privatdetektiv. Das höre ich aber gar nicht gern. Ich wusste gar nicht, dass Jenny Miller im Krankenhaus liegt. Tanner wollte wissen, wieso. Und ich auch. Es war ein Arbeitsunfall, würde ich sagen. Und nun zum Geschäft.
Nächste Woche finden hier große Veranstaltungen statt. Es werden viele Kunden da sein. Kommen Sie jetzt. Zeigen Sie, was Sie mir anbieten können. Ich verstehe eins nicht. Wie überzeugen Sie nur all diese Mädchen davon, dass Sie diese Unfälle auf dem Gewissen haben? Ach, wissen Sie, nichts ist einfacher, als ein unschuldiges, junges, naives Mädchen mit erfundenen Geschichten zu beeindrucken. Bis jetzt glauben mir alle, dass ich die Leute umgebracht habe, die in den Schlagzeilen stehen. Wissen Sie was? Die würden mir sogar abnehmen, dass ich der wiedergeborene Hunnenkönig Attila bin. Gut, ich werde also versuchen, Ihnen ein paar Mädchen mit besonders lebhafter Fantasie zu besorgen. Ja, tun Sie das. Wir sind da wirklich ein gutes Team und wir lassen uns nicht durch unvorhersehbare Problemchen aus dem Konzept bringen. Und was machen wir mit ihm? Ich finde schon eine Lösung. Eine endgültige. Na, Binse, willst du es auch mal versuchen? Hm? Ja, na klar. Mit dir? Ja, genau. Die Buchstaben RG stehen für Richard Grover. Ach ja? Stell dir vor, er ist rothaarig. Du hast doch rote Haare in der Bürste gefunden. Habe ich recht, Dan? Guck lieber hin, sonst schießt du noch auf mich. Ja? Guten Tag, ich möchte zu Richard Grover. Ist doch richtig, dass er hier wohnt. Ja, ich bin Richard Grover. Kann ich Ihnen helfen? Aha. Ist das Ihre aktuelle Haarfarbe? Was ist? Na, gestern hatten Sie noch rote Haare. Und ein neues Rasierwasser haben Sie wohl auch. Guter Witz. Kommen Sie rein. Helford ist mein Name. Machen Sie sich's bequem. Hier findet gerade eine kleine geschäftliche Besprechung statt. Ja, das sehe ich. Er ist ein Freund von Dick. Wie geht? Was darf ich Ihnen anbieten? Bier wäre nicht schlecht. Ja, gut. Wo ist Ihr Badezimmer? Gleich hier im Gang. Sie finden es Danke. Schon. Delilah. Dan Tanner. Hallo. Stört es dich, wenn ich hier bade? Ach, woher denn? Überhaupt nicht. Warum hast du die Tür nicht abgeschlossen? Weil mir da niemand den Rücken abschrubben könnte und du hättest auch nichts von mir gehabt. Suchst du was, Dan? Soll ich rausgehen? Oh, bitte nicht, bitte nicht. Bleib ruhig drin. Bade weiter. Ich bin auf der Suche nach Richard Grover. Hier ist er nicht. Wie wär's, wenn du mir jetzt den Rücken schrubben würdest? Das würde ich wirklich gerne tun, aber ich... Was? Ihr zwei kennt euch? Ja, sicher. Ich wollte ihn mal engagieren, als mein zweiter Ehemann verschwunden war. Erinnerst du dich denn? Ihn engagieren? Er ist der beste Privatdetektiv, den ich kenne. Privatdetektiv? Ja, ja. Ich dachte, Sie wären ein Freund von mir. Das ist nicht von mir, das haben Sie gesagt. Sie linker Schnüffler. Geben Sie es zu, Dicks Frau schickt Sie, richtig? Nein, falsch. Hey, warte einen Moment. Ich habe ein paar Fragen an dich, Bürschchen. So eine nette kleine Party hier. Lassen Sie sich bitte durch mich nicht stören. Warte noch, Kleiner, du willst dich doch nicht etwa aus dem Staub machen. Wir haben hier eine Verabredung. Jeder passt auf, dass dem anderen nichts passiert. Alle vereinen! Gut, ist ja gut. Ah, ihr habt aber gar nicht aufeinander aufgepasst. Nelson? Dave, ich habe eine Bitte. Ich brauche einen Haftbefehl für Richard Grover. Was ist passiert? Tun Sie mir den Gefallen, es ist wichtig. Ich muss ihn unbedingt haben. Ich werde es veranlassen. Ich danke Ihnen, Dave. Verwaltungsbüro. Mr.
Ich hole das Krankenblatt. Notoperation auf Station. Dr. Jenny steht noch unter Schock. Das heißt, sie ist in so einer Art Dämmerzustand. Man kann sagen, die ganze Sache hat eine hysterische Reaktion bei ihr ausgelöst. Seit Stunden ist ihr Zustand unverändert. Sie sollten mal nach ihr sehen. Sprechen Sie mit ihr. Möglicherweise erreichen Sie was. Ja, vielleicht kann ich was tun. Auf Station 5 werden noch zwei Pflege. Augenblick mal. Wo will der hin? Jennys Fernseher reparieren. Sie ist doch bewusstlos. Nehmen Sie das weg. Das war ein Mordversuch. Ihr Telefon benutzen. Tanner, irgendwelche Neuigkeiten? Nelson, wir haben Ihren Richard Grover gefunden. Bestens. Und wo? Draußen bei Wentworth Spread. Er liegt in einem Erdloch. Das ist gar nicht komisch. Kommen Sie sofort her. Rechnen Sie mit Schwierigkeiten, Tanner. Danke. Auf dem Highway B23 schwerer okay. Verkehrsunfall. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ob Personen verletzt. Warum ist Grover erschossen worden? Keine Ahnung. Das ist keine Antwort. Woher zum Teufel soll ich das wissen, Dave? Sie wollten ihn doch unbedingt haben. Warum denn? Weil ich glaube, dass er ein Mädchen misshandelt hat. Jenny Miller. Sie meinen, eine Nutte hat ihn betrogen? Nein, das ist nicht wahr. Ihre Mutter und Bea sagen, sie sei ein anständiges Mädchen. Das ist ja wunderbar. Zwei unparteiische Zeugen. Na, ich weiß Bescheid. Wahrscheinlich hat sie ihn umgebracht. Falsch, Dave. Sie ist ein Opfer. Irgendjemand hat sie dazu gezwungen. Ich habe sie gesehen. Zu was gezwungen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie in dem Hotel was mitgekriegt und man hat versucht, sie umzubringen. Zweimal. Also, Jenny dürfte nicht die erste Schülerin sein, die in solche Sachen reingeraten ist. Die hatten in letzter Zeit viele Schlägereien. Was sagen Sie? Auch mit einer 15-Jährigen. Warum haben Sie mir das nicht und gesagt? Und warum weiß ich nichts von Jenny Miller? Ist ja gut, Dave. Was unternehmen Sie als nächstes? Meiner Meinung nach muss es jemand sein, der diese Kinder unter Druck setzt. Und sie regelrecht an Männer vermietet, die mal Lust haben, ein junges Mädchen zu vernaschen. Ich werde zum Pinecrest Motel fahren und es auseinandernehmen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Möglicherweise habe ich mehr Erfolg als Sie. Und bringe endlich die Tatsachen ans Licht. Da fällt mir ein, Dave, wo ich noch wichtige Informationen kriegen könnte. Ein neues Glück. Jetzt gab es bestimmt. Sieben, das war die sieben. Ja, ich hab den guten Wahnsinn. Aber Amy, hab ich so viel versprochen? Ja, gib sie mir. Jackie, wenn du schon. Ja, ich mach das nächste Spiel. Komm schon, gib sie rüber, die kleinen Dinger. Gib sie rüber. Ja, ihr Kleinen, kommt, seid lieb, bringt mir Glück. Los, macht's für den alten Schicki. Los. Die sieben. Gewonnen. Schicki hat gewonnen. So ein Haufen Schicks, Mann. Hallo, Schicki. Hast du mal ein Glücksstreck? Hey, Tanner, Mann. Hier läuft das heißeste Ding meines Lebens, Baby. Wahnsinn. Schicki, ich muss mit dir reden. Nicht jetzt, Mann. Ich bin gerade voll dabei. Ich spiel mit. Na gut, dann setz ich eben. Komm. Dan, was hast du mit mir vor? Los, würfle schon. Willst du wirklich gegen mich gewinnen? Komm schon, mach jetzt das Spiel. Und bitte wieder den Einsatz. Das war das Spiel. Hey, was sagt man dazu? Ich habe heute auch Glück. Du wolltest also mit mir sprechen. Nur habe ich jetzt leider keine Zeit für dich. Warte doch mal, gib mal mein Geld rüber. Wo ist denn dein Humor geblieben? Den habe ich am Spieltisch gelassen. Und die 6.000 Dollar, die du gewonnen hast, damit müsstest du doch aus dem Schneider sein. Was meinst du? Ich höre, hast du bei so ziemlich allen Buchmachern Spielschulden. Benny Kingdom eingeschlossen. Und ich glaube, dein Gewinn würde sie alle glücklich machen. Denn
Denn jetzt pass mal auf. Wenn die meine ganze Kohle einkassieren, dann habe ich nicht mehr das Fahrgeld übrig. Komm schon, Dan. Du willst doch den armen Chicky nicht zu Fuß gehen lassen. Ich überleg's mir noch. Es dürfte dir doch nicht schwerfallen, Benny Kingdom auszuzahlen. Jetzt, wo du sogar Kinder zur Prostitution zwingst. Was willst du damit sagen, Mann? Ich hab doch selbst Kinder. Wie kommst du darauf, dass ich ein Zuhälter bin? Ich würde doch keine Schulmädchen verkuppeln. Was denkst du eigentlich von mir? Du sagst mir jetzt sofort, wer dir diesen Bären aufgebunden hat, den mache ich kalt. Na ja, mal ist doch ein gutes Geschäft. Wachsende Nachfrage, begrenztes Angebot. Ist ja stark, Mann. Leute, die sowas machen, sind nicht richtig da oben. Na ja, mag ja sein, dass sich irgendwelche Typen darauf spezialisiert haben, junge Dinger für viel Geld an Freier zu verkaufen. Aber nicht mit mir. Das klingt ja alles ganz plausibel, aber ich würde doch fast annehmen, dass du den Namen dieses Spezialisten kennst. Nein, keine Ahnung. Sag mir doch die Telefonnummer von Benny King. Ich würde gern mal bei ihm eine Wette machen. Komm schon, wer ist der Spezialist? Ich weiß keinen Namen. Nur, dass hier irgendwo so ein Typ ist. Der hängt immer in Gypsys Disco rum. Näheres erfährt man an der Bar. Heißt es. Danke. Texas und will hier eine heiße Nacht erleben. Er sucht was Junges, Unschuldiges. Sam, ich bezahle dich doch nicht schlecht, oder? Aber nein, Sir. Dann könntest du doch wohl ein bisschen diskreter sein. Das gehört zum Geschäft. Du gehst jetzt schnell in deine Bar zurück und sagst, diesen Gentleman aus Texas, er soll gleich rüberkommen und ich werde sehen, was ich machen kann. Danke, sehr gut. Und Ihnen? Sehr gut, danke, sehr gut. Ja. Hören Sie hin. Der Barmann sagt, Sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Wie sollte ich Ihnen helfen können? Na, wie wollen. Sie wissen schon. Nein. Nein, ich weiß nichts. Wissen Sie, eigentlich denke ich nicht an diesen professionellen Damen. Ich suche eher was Frisches, Junges, Unverbrauchtes, wissen Sie? Aber wenn Sie mir nicht weiterhelfen können, dann entschuldigen Sie, dann gehe ich hier morgen. Warten Sie. Möglicherweise kenne ich ihn. Oh, das ist gut, Mister. Das hört sich sogar sehr gut an. Sie ist eine Freundin von mir. Und sie verlangt sehr viel Geld. Ja, ich weiß. Der Barmann sagte so etwas. Kein Problem. Wirklich kein Problem? Ich zahle, was Sie wollen. Gut, Sie müssen Folgendes tun. Sie brauchen 1000 Dollar in kleinen Scheinen. Damit fahren Sie dann direkt zum Mirage Motel. In der Harper Street. Verstanden. Wenn Sie angekommen sind, gehen Sie aufs Zimmer 25. Gut. Mirage Motel, Zimmer 25 in der Harper Street. Um wie viel Uhr? Wie wär's mit 8 Uhr? 8 Uhr finde ich gut. Vielen Dank. Detektivbüro, Tanner. Hallo, Binse. Tag, Dan, warte einen Moment.
Ich versuche, dich die ganze Zeit zu erreichen. Nelson will dich unbedingt sofort sprechen. Was hat er denn gesagt? Er schien böse zu sein. Jennys Fingerabdrücke sind überall in dem Zimmer im Pinecrest Motel gefunden worden. Nelson lässt sie jetzt ständig bewachen. Er glaubt, dass sie was mit Grovers Tod zu tun hat. Bea, hör mir gut zu. Ruf sofort Nelson zurück und sag ihm, dass ich auf dem Weg ins Mirage Motel bin. Kann sein, dass ich den Mörder bald habe, wenn er mich nicht zuerst kriegt. Sag's ihm denn. Kann ich denn jetzt noch irgendetwas für dich tun? Fahr zu Jenny und melde dich, sobald sich was geändert hat. Gut, wird gemacht. Mach doch einfach die Augen zu und stell dir vor, er wäre John Travolta. Er wird dir schon nicht wehtun. Auf jeden Fall bin ich in dem Zimmer hier. Und vergiss nicht, die Tür abzuschließen, wenn er da ist. Sie müssen sofort bezahlen. Was machen Sie da? Wer hat dich hierher gebracht? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Achtung! Ah! Los, komm, schnell weg hier! Polizei, machen Sie sofort die Tür auf! Rumzufummeln. Mir geht es gut. Lass mich los. Danke. Der Arzt meint, die Kugel hat das Gehirn knapp verfehlt. Sie Witzbold. Hätte er mehr Grips, wäre er nicht allein ins Motel gefahren. Hier ist die Kugel. Zum Glück hat sie sich beim Aufprallen nicht verformt, sonst wüssten wir nicht, dass sie aus der Waffe stammt, mit der Richard Grover erschossen wurde. Wer hat's getan? Ich brauche noch mehr Informationen, Dan. Geben Sie mir noch ein paar Minuten. Vielleicht kann ich Ihnen dann mehr sagen. Würdet ihr drei bitte draußen warten? Tracy, du bleibst bitte hier. Also gut. Aber ich werde dieses Krankenhaus nicht verlassen, bevor ich restlos informiert bin. Erzählt, warum du in dem Hotel warst, aber du verstehst, irgendwann muss er es doch erfahren. Dann sagen Sie es ihm. Ist dir auch egal. Das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Nein, Tracy, das ist nicht wahr.
Sieh mal, du hättest gestern Abend weglaufen können. Du hast es nicht getan, du wolltest mir helfen. Und jetzt würde ich dir gerne beistehen. Kannst du das nicht begreifen, Tracy? Es ist doch möglich, dass dieser Verbrecher gerade wieder auf der Suche nach einem Mädchen ist, mit dem er dann dasselbe machen kann wie mit dir. Stell dir das doch mal vor, Tracy. Noch so ein nettes, anständiges Mädchen wie du. Oder Jenny. Sag mir bitte seinen Namen. Es ist wichtig, dass ich ihn finde. Vater gesagt. Ich weiß es nicht mehr, nein. Der Name des Mannes ist Avery. Jack Avery. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Jenny, ich weiß, dass du mich hörst. Jenny, ich muss dich um etwas bitten. Weißt du vielleicht, wo wir diesen Avery finden können? Wir brauchen deine Hilfe. Bitte sag mir alles, was du weißt. Ich muss den Kerl unbedingt haben, bevor er wieder Unheil anrichten kann. Jenny, bitte. Versuch es, hilf mir. Wie denn? Nein. Nein, ich kann nicht. Ist er nicht öfter in der Schule gewesen? Was hat er da gemacht? Ich habe ihn gesehen. Er war ein paar Mal in der Schule. Er kam immer aus dem Büro von Mr. Henderson. Mr. Henderson ist euer Vertrauenslehrer. Gut. Danke, Jenny. Das wird uns weiterhelfen. Tracy, wir gehen jetzt zu Lieutenant Nelson und du machst deine Aussage bei ihm. Guten Tag, Mr. Tanner. Ich wollte Sie schon anrufen. Ich habe mit Jennys Freunden gesprochen, aber sie wollten nichts sagen, aus Angst, Jenny würde dann in Schwierigkeiten geraten. Hochinteressant. Kann ich Ihnen sonst noch helfen? Die sind immer abgeschlossen. Ach, wirklich? Jemand hat die Unterlagen von einigen Ihrer Schülerinnen an sich genommen, Mr. Henderson. Er hat sie verscherbelt an einen Kuppler und Mörder, der die Kinder zur Prostitution gezwungen hat. Und Sie haben behauptet, Sie seien der Einzige, der Zugang zu diesen Informationen hat.
Könnten Sie vielleicht konkreter werden? Ich habe den dringenden Verdacht, dass Sie Mädchen verkaufen. Verlassen Sie sofort mein Büro oder ich hole die Polizei. Das brauchen Sie nicht, die ist schon unterwegs. Polaroid-Fotos, Bilder von jungen Mädchen, die misshandelt worden sind. Haben Sie die Fotos gemacht, Mr. Henderson? Ist die Kamera da an Ihrem Schreibtisch? Die kommen ins Jahrbuch der Schule. Sehr komisch, keine Jungen dabei. Nur die Mädchen sind interessant für Sie, was? Sie sind noch widerlicher als Avery. Vertrauenslehrer. Eine verantwortliche Position, ja? Diese Kinder sind Ihrer persönlichen Fürsorge übergeben worden. Und Sie haben nichts Besseres im Sinn, als Sie an alte Lustmolche auszuliefern und Sie in Lebensgefahr zu bringen. Sie sind widerlich. Bitte, Tanner, ich... Verstehen Sie doch. Ich habe wirklich nie geglaubt, dass Sie umgebracht werden könnten. Wo ist Jack Avery? Ich weiß nicht, wo er wohnt. Er würde es mir nie sagen. Aber eins weiß ich. Er besitzt einige Pferde. Draußen auf Pacos Dude Ranch. Avery ist ein Pferdener. Und jeden Tag dort. Sie haben Besuch. Los, raus hier. Thank you.
bitte. Hab ich doch gewusst. Und wo ist Binzer? Binzer versucht mal wieder einen Spielautomaten zu knacken, aber er wird gleich bei uns sein. Verlass dich. Ihr seht ja heute sehr erwachsen aus. Wird doch langsam Zeit, oder? Wie können wir Ihnen nur danken, Mr. Tanner? Seht euch die Show an. Wie geht's euch? Ah, was habe ich gesagt? Komm, Binzer, ich lade dich auf einen Drink ein. Danke, das ist nicht nötig. Ich bin reich. Bestellen.